Servus, ich zeige dir heute den aus meiner Sicht besten Scooter unter 300 Euro und sage dir, warum denn jeder E-Autofahrer eigentlich im Kofferraum haben sollte. Los geht's! Also meine vollmundige Versprechung, der beste E-Scooter unter 300 Euro. Was bekommst du also mit diesem E-Scooter unter 300 Euro, nämlich um 279 Euro? Den AOBO M365 Pro. Das ist ein Scooter mit 25 km/h maximaler Geschwindigkeit, 30 km Reichweite. Er schafft auch 15% Steigung, nicht mehr. Dann wird es ein wenig schwierig, wie ich hier auch im Praxistest erfahren konnte. Aber bis zu dieser Steigung bringt er dich problemlos überall hin. Er wiegt 12 Kilo, das ist relativ wenig für einen E-Scooter, du kannst ihn problemlos zusammenklappen. Wie lege ich das Teil zusammen, das sehen wir uns jetzt auch an. Ich muss einfach nur diesen Hebel hier aufmachen, dann das Teil nach hinten klappen und hier einhaken. Und dann kann ich es schon ganz normal mitnehmen in Bus und Bahn, in öffentliche Verkehrsmittel. Ist echt nicht so schwer, 12 Kilo steht oben, aber ich finde es eher noch leichter als diese 12 Kilo. Und das Aufstellen geht genauso einfach. Ich muss hier nur die Verriegelung lösen. Aufmachen, zumachen und fertig. Also komplett schnell aufgebaut. Du musst dir einfach vorstellen, das ist eine 12 Kilo Hantel und dann macht es gleich noch viel mehr Spaß. Ja, ein mega Vorteil, wenn du einen Scooter im Auto hast, ist einfach, dass du öffentliche Parkplätze anfahren kannst, die nicht unbedingt direkt im Zentrum sind, aber halt gratis, wie hier in Linz zum Beispiel in Urfahr. Ich kann hier stehen bleiben, kann das Auto parken und hol mir dann meinen Scooter eben aus dem Kofferraum raus. Und bin dann mit dem Scooter eben mobil in Linz unterwegs. Ja, die City ist wirklich so groß, dass man wirklich alle Entfernungen irgendwie mit dem Scooter bewältigen kann. Daher gibt es ja auch viele Services, die auch Leihscooter anbieten, aber mit einem eigenen geht die Reise natürlich direkt vom Parkplatz weg und ohne Kosten. Also du kannst den ganzen Tag im Prinzip unterwegs sein, ohne zusätzliche Kosten zu haben und das ist lässig. 500 Ladezyklen werden versprochen, mehr als 500 Ladezyklen, also die schafft er dann auf jeden Fall. Insgesamt befinden sich hier unten unterm Trittbrett 105 Batteriezellen, die eben in Reihe angeordnet sind, um hier wirklich auf diese Werte zu kommen. 36 Volt, 10,5 Amperestunden, also das sind 105 Lithium-Ionen-Zellen, die 18650er. Also da ist jede Menge Energie drinnen. 4 Stunden dauert es, bis er wieder voll geladen ist, 4 bis 5 Stunden. Und natürlich, wenn du nur etwas nachladen musst, dann dauert es wesentlich kürzer. Ein 350 Watt Motor ist hier vorne mit verbaut an der Vorderachse, am Vorderrad, der dich eben durch dick und dünn trägt. Und was auch mega cool ist, du hast eine App dabei, fast wie bei diesen professionell auszuborgenden Scootern. Das ist die App dazu, die natürlich die wichtigsten Funktionen anzeigt, wie weit ich gefahren bin, wie schnell ich gefahren bin, wie viel Akku noch da ist. Und was auch sehr cool ist, ich kann das Ding hier einfach sperren, dann lässt sich der Vorderreifen nicht mehr bewegen. Hier ist der vordere Reifen dann einfach blockiert. Und das Sperren ist schon eine super Sache, denn wenn du das Ding irgendwo stehen lässt und es will jemand anderer mitnehmen, dann kann er einfach das Ding nicht fahren und nicht rollen. Dann muss er es tragen und das ist natürlich weniger lustig. Also eine super Möglichkeit, sich gegen Diebstahl zu sichern. Eine andere Möglichkeit wäre es, hier beim Hinterreifen noch ein Fahrradschloss durchzufedern und das Ding wo anzuhängen, klarerweise. Aber am komfortabelsten geht es natürlich schon mit dieser App. Du kannst hier das Licht einschalten, du kannst hier Bluetooth ein- und ausschalten, du kannst zwischen Eco, Normal und Sport wählen. Sport bringt dich dann eben auf diese 25 km/h. Das Recht, das müsste ich wegdenken, das ist lediglich die Halterung für die Insta360, die ich verwende. Hier gibt es Scheibenbremsen, die hier hinten verbaut sind und der Motor, der liefert auch Energie wieder zurück in den Akku, also Rekuperation gibt es ja ebenfalls. Das Ganze summiert sich in einen etwas eigentümlichen Bremsstil, aber gut, man gewöhnt sich daran und dann ist es eigentlich relativ easy, weil wir gerade bei den Reifen sind, das sind Vollgummireifen, also hier gibt es keinen Patschen, den du dir fahren kannst. Wie ihr seht, ist hier auch eine Lochung drinnen, das heißt, es gibt Federung, es gibt Dämpfung durch diese Architektur. AOBO verspricht, dass hier wirklich gute Traktion da ist. Ich selbst bin nie irgendwo ins Rutschen gekommen, also echt gut gemacht. So, jetzt habe ich es so komplett überzeugt und überzeugend gesagt, dass das jetzt der beste Scooter unter 300 Euro ist. Aber natürlich muss ich mich da auch ein klein wenig auf euch verlassen, denn
Mein subjektiver Eindruck ist es, dass das der beste Scooter unter 300 Euro ist. Aber eure Kommentare, eure Weisheit zu diesem Thema ist natürlich auch gefragt. Bitte schreibt mir eure Meinung rein, was ist der beste E-Scooter unter 300 Euro, denn das ist meiner Meinung nach eine Grenze, die ich schon sehe, unter 300 Euro. Da kauft man sich so ein Teil schnell mal, gibt es in den Kofferraum, nimmt es mit auf die Reise, aber alles darüber ist schon eher Luxus, damit ich mir dann doch eher für eine Strecke so ein Teil in der Stadt von Leim oder Tier oder sonst was. Aber gut, ja, eure Meinung ist gefragt. Rein in die Kommentare, Leute. Das war jetzt einmal ein völlig anderes Video von Icario, oder? Keines mit 400 PS unterm Hintern, sondern eines mit, ja, vielleicht einem halben oder einem Viertel PS unter den Beinen. Aber ich finde, das ist echt eine super Möglichkeit, eine Stadt mal bewusst zu erleben, sich nicht hinter das Steuer klemmen zu müssen und bis zum Endziel fahren zu müssen, gestresst vielleicht, weil viel Verkehr ist, gestresst, weil ich keinen Parkplatz finde, sondern man kann mit diesem E-Scooter eine Stadt bewusst erleben. Das ist echt lässig, mal ein bisschen mehr zu sehen, als man normalerweise von den verschmutzten Straßen hinter der Windschutzscheibe sehen würde. Und das wollte ich euch ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Vielleicht mit diesem E-Scooter von Aovo. Ich lasse euch den Link gerne unten drinnen in der Beschreibung, wo man das Ding besorgen kann. Erster Link in der Beschreibung ist aber nach wie vor, wo ihr euch E-Autos eurer Wahl im Langzeitabo checken könnt, und zwar mit 5000 Freikilometer obendrauf, nämlich bei InstaDrive. Da verlinke ich mit dem ersten Link hin. Echt ein super Partner von Icario schon über viele Jahre, und ich bin einfach nach wie vor mega überzeugt von dem Angebot von InstaDrive, und die werden ihren Weg in ganz Europa noch machen, ich sag's euch. Zweiter Link in der Beschreibung. Wenn ihr meinen Kaffee checken wollt für die Arbeit, die ich hier leiste, würde mich das auch sehr freuen. Ein klein wenig Unterstützung von euch. Und ja, abonniert den Kanal, Leute. Seid weiterhin mit dabei auf meiner Reise in die grünere Zukunft. Go green! Mit Style!